Die Aussetzung von Visa für türkische Staatsbürger durch die USA wird von europäischen Botschaftern unterstützt. Das behauptet der Journalist Deniz Zeylek von der Zeitung Hürriyet. Auch Angestellte von europäischen Missionen seien in der Vergangenheit festgenommen worden, weswegen die Maßnahme der Amerikaner Unterstützung finde, schreibt Zeylek. Gestern haben sich die Botschafter von EU-Staaten zu einem Essen getroffen, so Zeylek. Dabei habe man auch über die Visakrise in den USA gesprochen. Viele Botschafter fürchten, dass die Verhaftung ihrer Mitarbeiter die Arbeit der Mission unmöglich machen würde. Deswegen finde die Maßnahme der USA Unterstützung bei den Europäern.